Ja, hallo, mein Name ist Katja Meier und ich habe die Bereiche Justiz, Demokratie, Europa und Gleichstellung verhandelt. Und das habe ich gemeinsam mit unserer Europaabgeordneten Anna Cavazzini getan und unter anderem auch mit Matthias Weiland. Und das Ziel, was uns im Wahlkampf immer wieder umgetrieben hat, nämlich wie können wir unser Sachsen demokratischer und weltoffener machen, das hat sich auch in die Koalitionsverhandlungen reingetragen, genau dieser Gedanke. Und wir haben jetzt ganz, ganz viele Maßnahmen und Instrumente festgeschrieben, um genau das zu schaffen. Nämlich einerseits wollen wir die Hürden für Bürgerbeteiligung senken, dass die Unterschriften, die für ein Volksgesetzgebung eingebracht werden müssen, weniger sein. So können wir es schaffen, dass sich mehr Leute besser beteiligen können. Und dann wollen wir natürlich unseren Rechtsstaat auch stärken, indem wir zum Beispiel mehr Personal in den Gerichten einstellen wollen, genauso wie im Justizvollzug. Auf Bundesebene wollen wir uns für ein Zeugnisverweigerungsrecht für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter einsetzen. Und ganz, ganz wichtig, wir wollen die Ermessensausübung von Staatsanwältinnen und Staatsanwälten wieder stärken. Im Bereich Justizvollzug, da haben wir richtig, richtig viel erreicht und hier der Resozialisierung einen viel, viel größeren Stellenwert eingeräumt, als das bisher der Fall war. Wir wollen mehr Suchttherapiestationen einrichten, nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Wir wollen die sozialen Dienste und die freie Straffälligenhilfe nicht nur besser ausstatten und stärken, sondern auch miteinander vernetzen. Den Opferschutz, den stellen wir an erste Stelle, indem wir nämlich bei Polizei und Staatsanwaltschaften entsprechende Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die Opfer installieren wollen und eine vertrauliche Spurensicherung nach Sexualstraftaten hier auch ermöglichen. Das Thema Gleichstellungspolitik, das ist für uns Bündnisgrüne ein Querschnittsthema. Das findet sich nicht nur in diesem Bereich, sondern auch zum Beispiel bei Kunst und Kultur, aber genauso bei Finanzen wieder. Hier haben wir ganz, ganz viele Instrumente verankert, und um die Gleichstellung von Frauen zu stärken, aber eben auch die Rechte von LSBTI. Und wir wollen endlich hier auch ein modernes Gleichstellungsgesetz verankern, haben uns vorgenommen, das 2021 zu schaffen. Und dann, was wir immer gesagt haben, 50% der Macht gehört den Frauen. Deswegen wollen wir hier auch eine Kommission einrichten, die sich genau damit auseinandersetzt, wie wir das schaffen können. Den Landesaktionsplan, der in der letzten Legislaturperiode endlich auf den Weg gebracht wurde, den wollen wir fortschreiben und vor allem auch weiterentwickeln und auch die Strukturen dazu im ländlichen Raum hier stärken. Dann wollen wir ganz klar die politische Bildung in unserem Land auf bessere Füße stellen und natürlich in den ländlichen Raum tragen, unter anderem mit einem sächsischen Forum für Demokratie und vor Ort Demokratie erlebbar machen. Aber wir wollen auch Europa erlebbar machen. Sachsen in der Mitte von Europa wollen wir hier einen besonderen Stellenwert zukommen lassen. Eben auch ganz klar mit einer europäischen Bildungsarbeit, die wollen wir stärken. Und dann, was mich besonders freut, wir wollen das Free Interrail, was es auf europäischer Ebene gibt, auch hier in Sachsen unterstützen. Und das sind jetzt ganz, ganz viele Punkte, die ich aufgezählt habe. Es fehlen noch einige, aber ich glaube, das sind schon richtig gute Argumente, damit ihr hier zustimmen könnt zu unserem Koalitionsvertrag, damit wir das, was wir im Koalitionsvertrag verankert haben, dann auch wirklich umsetzen können.